Ich komme zu einer weiteren Kurzgeschichte. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen die Geschichte der Raclette-Abend kennt. Ist aus dem alten Programm, gibt es auch bei YouTube. Und davon habe ich mittlerweile eine ganze Reihe von Fortsetzungen geschrieben, weil das Sujet, wie man so schön sagt, sehr viel hergibt. Es geht nämlich vorzugsweise um mein befreundetes Pärchen namens Volker und Kerstin. Ich habe ihre Namen aus Diskretionsgründen geändert. Sie heißen eigentlich Kerstin und Volker. Aber... ich bin ein Fuchs und es geht so in den Geschichten immer weitestgehend um den Begriff Spießigkeit, was ja jeder für sich vollkommen anders definiert und jeder hat da irgendwie andere Bilder im Kopf. Bei mir ist es, glaube ich, so dieses Klischeebild, dass man irgendwie Angst hat aufzuwachen, man ist in so einer riesigen Jack-Wolfskin-Jacke gefangen oder hat dann irgendwie so ein Thermomix in der Küche stehen. Irgendwann hast du so ein Carport mit so einem Weber-Grill drunter und irgendwann. Aber... bis dahin muss man das Beste daraus machen. Es ist ja auch alles gar nicht so schlimm. Ich meine, wir werden alle so ein bisschen spießig irgendwie. Man muss das auch manchmal ein bisschen zulassen und versuchen da, sich die entsprechende Selbstironie zu bewahren. Wir sind ja alle nicht mehr die Punks, die wir mit 16 irgendwie gern gewesen wären. Ist alles nicht so schlimm, aber manche Leute übertreiben es auch halt echt so ein bisschen krass. Und einen so einen Fall möchte ich hier nochmal schildern. Folgende kleine Geschichte. Wir sind auf einer Party von Freunden. Mit Freunden meine ich, man kennt sich, mit Party meine ich, wir kochen. Im Grunde ist alles ab 30 eine Party, wo mehr als zwei Leute anwesend sind. Musste ich mich auch erstmal drauf einstellen. Wie oft hieß es, komm, wir gehen auf eine Party. Plötzlich erscheinst du mit Ledermaske und LSD auf einem Brettspielabend. True story. Mit Volker und Kerstin verbindet uns vieles. Wir haben Kinder im selben Alter. Ob das als Hobby durchgeht, weiß ich nicht. Kerstin hat im Wesentlichen keine nennenswerten Eigenschaften. Volker interessiert sich privat für Wärmedämmung. Und das ist eigentlich auch alles, was man über Volker wissen muss. Ich sag nur, gähn. Warum wir hier sind, weiß ich nicht. Die Gründe sind mannigfaltig, vermutlich eine Mischung aus Gesellschaftszwang oder einem gesunden inneren Tod. Unsere Gespräche sind super spannend. Thematisch geht es um Dinge wie den aktuellen Mietpreisspiegel, Pulled-Pork-Rezepte oder neueste Reiseimpressionen von kinderfreundlichen Familienhotels. Regelmäßig fallen Sätze wie Borkum kommt ja auch wieder, Mallorca hat doch ruhige Ecken oder Sylt. Einfach nur wow. Volker und Kerstin sind richtige Reiseexperten. Reiseexperten erkennt man daran, dass sie nicht von Fuerteventura, sondern ganz vertraut von Fuerte sprechen. Ist wichtig, dass man das temperamentvoll, nahezu lassiv erotisch ausspricht. Fuerte. Und, wo war die dieses Jahr, Frau Kerstin? Domrep oder doch wieder Mauri? Nee, wir waren in Jamie. Jamie? Na, Jamaika. Echt, wie schön. Verdammt, denke ich, wieder eine Lebenslüge mehr. Eigentlich war ich nur für ein verlängertes Wochenende in Wermelskirchen, aber gut, klimamäßig eh nicht. Wo wart ihr denn? Och, sagt Volker, einmal Fuerte. Immer Fuerte. Kerstin steht auf und ergreift das Wort. Anderes Thema. Der Volker und ich, wir haben jetzt die HelloFresh-Box für uns entdeckt. So toll. Die schicken eine Kiste mit Zutaten und einem Rezept. Und dann kannst du das zu Hause einfach nachkochen. So tolle Inspiration. Wir schmeißen so wenig weg seitdem. Man weiß ja oft nicht, was man kochen soll. Und wenn, hat man die Sachen nicht da. Müsste mal probieren. Haben wir auch vor kurzem erst für uns entdeckt. Sage ich. Wisst ihr, was ich für mich entdeckt habe? Einkaufen. Wenn ich den Kühlschrank aufmache, da liegt neben einer Tüte Milch und dem obligatorischen Senfglas nur eine abgelaufene Leberwurst, denke ich nach und wäge ab. Elsässer Flammkuchen. Schwierig. Aber auch da habe ich was für mich entdeckt. Gibt's ganz neu. Supermarkt. Nee, was habe ich nicht alles für mich entdeckt? Spitzname Kolumbus. Ja, aber man weiß oft nicht, was man kochen soll. Und auch da habe ich was für mich entdeckt. Denken. Ach komm. Gespräche enden meist in Streit. An mir liegt es nicht. Aber, wie gesagt, meistens geht es um Kinder. Wir haben aufgehört, uns mit Menschen zu treffen, die keine Kinder haben. Manchmal treffen wir uns mit Heiko und Jens, die kennen wir noch von früher. Aber die haben jetzt einen total süßen Hund und behaupten von sich, sie seien im Prinzip kinderlose Eltern. Und wenn sie kinderlose Eltern sagen, machen sie mit der Hand Gänsefüßchen und lachen dabei, als würden sie das wirklich witzig finden. Im Grunde Psychos. Aber jetzt sind ja Volker und Kerstin zu Besuch. Aktuell reden wir erneut über Trittschall und Wärmedämmung. Toller Boden, sagt Volker.
Sieht aus wie Holz. Ist das Vinyl? Nee, Holz, sage ich. Gott, ich hasse diese Gespräche. Persönlicher Tipp von mir. Falls Sie mal auf einer Party sind und es geht irgendwann um die Themen Pulled Pork, Borkum oder Wärmedämmung, gehen Sie. Danach wird es oft nicht besser. Kerstin springt auf. Also, ich würde sagen, wir kochen jetzt was Schönes. Patrick, willst du die HelloFresh-Box auspacken? Ich kann mein Glück kaum in Worte fassen. Ich öffne den Karton und packe aus. Zum Vorschein kommen in Plastik eingeschweißter Salat, eine Plastik eingeschweißte Biogurke, in Plastik eingeschweißte Tomaten und in Plastik eingeschweißtes Plastik. Außerdem jede Menge undefinierbare Knollengewächse. Praktisch, eure Box, sage ich, falls man mal zu wenig Plastik im Haus hat. Ha, sagt Kerstin. Und was kochen wir nun? Ich bin auf das Rezept gespannt. Wahrscheinlich Salat mit Knollen. Kerstin grinst. Das ist eine Süßkartoffel. Guck mal, hier sind noch Fleischpatties und Burgerbrötchen. Heute gibt es selbstgemachte Burger mit Süßkartoffelpommes. Wie originell. Persönlicher Tipp von mir. Falls Sie in einer gentrifizierten Großstadt wohnen und die tolle Idee haben, einen Burgerladen aufzumachen, lassen Sie das. Sie sind nicht der Erste. Selten geht man derzeit durch irgendwelche Innenstädte und denkt, voll Bock auf Burger, schade, kein Laden. Wie geht's eigentlich Heiko und Jens? Haben die ihren Hund noch? Nee, sag ich. Den hat Jens kaltblütig erschossen. Ich sag nur Pulled Dog. Das ist ja schrecklich. War ein Scherz. Natürlich haben die ihren Hund noch. Ach, sagt Volker, ich bin ja eher so der Katzenmensch. So sehe ich so aus, denke ich mir. Halb Mensch, halb Katze. Was du nicht alles für ein Mensch bist. Familienmensch, Stadtmensch, Gewohnheitsmensch, Katzenmensch. So viel Mensch passen andere Leute gar nicht rein. Hast du was gesagt? Ja, Katzen finde ich toll. Ach, Katzen, sagt Volker. Einfach nur wow. Vielen Dank.